Das klingt jetzt schlimm, aber hast du dich schon mal gefragt, wie es wäre, wenn, sagen wir, eine höhere Macht euch trennen würde? Der Tod? Ihr Tod? Wenn ich ehrlich bin, kam mir der Gedanke schon öfter. Es müsste natürlich ein friedlicher Tod sein, ein sanftes Dahingehen. Ja, friedlich muss es sein. Ich meine, sie ist die Mutter deiner süßen Kinder. Und die neue Ehefrau wäre ein Segen. Gott, würde ich jetzt gern meine zweite Frau kennenlernen. Hoffentlich mag die mich lieber als meine erste. Hoffentlich. Du bist heute schon das vierte Mal auf dem Klo. Wieso entziehst du dich nur immer allem? Du behandelst mich wie ein Kind, es reicht! Ja. Hallo, Sadies Schulfreund! Dad! Na, quatscht ihr schön? Via Intranet! Ich hab Verpflichtungen, ich kann's mir nicht leisten, in meiner Wohnung zu hocken, mir einen Joint reinzuziehen und mir dann schön einen runterzuhobeln, um dann mitten in der Nacht zu Tommys Chili-Burger zu pilgern! Die Reihenfolge, in der ich das tue, stimmt vorne und hinten nicht! Wieso machen wir eine 38 drauf und keine 40? Deine Mutter wird lieber 38, frag sie besser nicht wieso. Ich versteh's nicht. Eigentlich müsste unser Leben doch ganz gut laufen. Ihr Kind benimmt sich wie ein Tier. Beleidigt er meine Tochter nochmal, wird ihnen das leid tun. Sie haben auf meinen Nippel geschlagen. Mein Finger war doch bloß an ihrer Schulter. Meine Nippel liegen höher als bei anderen. Wir blinzeln einmal und plötzlich sind wir 90. Also entscheiden wir uns jetzt für ein glückliches Leben, oder? Verkauf dich nicht so unter Wert, hörst du? Sind deine Brüste echt? Ja, ich bin jung. Wieso streiten wir uns ständig? Keine Ahnung, du wirst dann so wütend. Ich denke, jetzt bringt sie mich um. Das will ich ja auch echt oft. Und wie würdest du es tun? Ich würde die Cupcakes vergiften. Ich würde die letzten Monate mit dir sehr genießen und langsam weiter töten. Hey, mein Junge! Weißt du, was ich mit hab? Einen Haschkeks. Ich merk noch gar nichts, du? Hier im Zimmer gibt's Ungeziefer. Da, ist vorbeigehuscht. Der fliegende Löffel. Wie kriegt er das nur hin?